der Wind ist warm. Es ist wunderschön. Oh ja, meine Liebe. Angriffsstellung! So, und damit wieder herzlich willkommen zurück. Ella! Was? Okay. Ich brauche die Schützen! So, wir probieren nochmal mit einem Rammangriff. So schnell es geht! Oh ja, hat die Sessen. Okay, und nochmal. Einleiten. Okay, das war ein ziemlich großes und da ist auch ein roter. Ich glaube, da ist unser Kopfgeldjäger drauf. Also wird es ein ziemlich schwieriger Angriff. So, wir müssen ja mal hier ein... Au! Okay, ich habe wenig Leben. Dann liegt es wohl an mir, dich auszuschalten. Au, 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 au. Okay, ich muss mal hier die beiden irgendwie loswerden hier. Und runter mit dir. Nur einer von uns wird diesen Kampf überleben. Komm her! Schlafe die Zähne aus! Nein, scheiße! Ja. Speicherpunkt wiederherstellen. Okay, da kam also schon der Kopfgeldjäger sofort am Gran. Das ist natürlich schlecht. Na gut, vielleicht versuchen wir es einfach nächstes Mal, wenn wir das nicht kapern, sondern direkt einfach zerstören und rammen. Okay, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er wieder da sein wird, an derselben Stelle. Nein, ist er nicht. Okay. Warte mal, ich mache mal ganz kurz hier die Karte auf. Was? Sich um Kopfgelder kümmern. Okay. Ah, ich kann ihn quasi bestechen. Okay, jetzt ist er gerade gar nicht da. So, warte mal, ich kann ja mal ganz kurz bei Söldner gucken. So. Okay. Er hier wird das wahrscheinlich sein. Unentdeckt. Und er jagt uns auch, den wir noch nicht entdeckt haben. Okay, alles klar. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das hier alles weitergeht. Hier ist noch irgendwelche Arena oder sowas. Keine Ahnung, der hat sein Arena-Zeichen. Wir gucken mal. Und eine Fähigkeit müssen wir auch noch mal vorgeben. Das machen wir auch gleich. Okay, wir haben leider das Kopfgeld, den Kopfgeld, den haben wir leider nicht geschafft. Aber er ist jetzt gerade weg. Kapitän, wir sind in neutralem Gebiet. Das heißt... Okay, wir legen jetzt hier an. Mal gucken, was passiert. Wir warten. Der Wolf macht keine Gefangenen! Oh.
Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Ja, das ging auch schon mal ein bisschen mit mehr Emotionen. Okay, und wir rennen einfach so mitten rein, oder was? Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Okay. Du bist mein Bruder? Nikolas Kinder sind tot? Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich kam zufällig vorbei. Ich will den Wolf treffen. Ich will meine Dienste anbieten. Nein, ich möchte den Wolf treffen. Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Wozu brauchst du mich? Was kannst du mir über deinen Vater sagen? Wie ist die Lage an der Freundin? Nein, wir wollen was über unseren Vater wissen. Wer genau ist er? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Ja. Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Na gut, ich traue den ganzen Beraten noch nicht so ganz, darum wollen wir mal erstmal übers Geld reden. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Ich weiß, was ich tun muss. Wo ist der Anführer der Athener? Welche Vorräte soll ich vernichten? Welche Kasse?
durchstehlen. Ja, fangen wir mal ganz gemütlich an, ne? Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athena brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Okay. Wo ist der Anführer der Athena? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Okay. Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll, warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Okay, Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stentor dabei helfen. Okay, so heißt ja wahrscheinlich, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Staatsstärke weit genug, um die Eroberungsschlacht auszulösen. Okay, Weltkarte öffnen. Okay, warte. Die effektivste Art, die Stärke des Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsanführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringert die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst oder Staatsschatz plünderst. Okay. Das heißt, wir müssen ja mal hier rein. Ich glaube, wir müssen ja mal allgemein das Ganze hier... guck mal, hier könnte man zum Beispiel Kopfgeldstufe verringern. Kopfgeld bezahlen. Kann ich das jetzt so einfach machen, ja? Okay, dann nervt uns schon mal kein Kopfgeldjäger mehr. So, was haben wir denn hier? Der Kopf der Hydra. Okay, Stufe 10 aber. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. Was haben wir denn gerade an Quest? Die Wolfsjagd. Okay, wir haben ja gleich mehrere. Das ist eine Nebenquest. Aber die gehören irgendwo alle dazu, ja? Das heißt, ich würde mal das hier machen. So, töte Athener-Soldaten im Megaris. 20 Stück. Gut, das machen wir wahrscheinlich eh sowieso nebenbei. Finde und stiehl den Stadtschat der Athener. Okay, und dann müssen wir sowieso noch sehr viele Fragezeichen aufdecken. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. So, mehrere Quests angenommen. Okay, alles klar. Dann machen wir uns mal langsam auf den Weg. Neue Region, Megaris entdeckt. Okay. Neuer Ort entdeckt. Paraguay. Was haben wir denn noch alles hier? So, pass mal auf. Okay, hier müssen wir also nichts mehr freischalten. Also hier müssen wir keinen Aussichtsturm mehr synchronisieren. Was ganz praktisch ist. Nachrichtentafel. Proviantkontrolle, okay. Immer noch ein paar Fragezeichen. Ja, das ist alles kein Problem, denke ich. Okay. Gut, und da hinten sollen wir auf jeden Fall hin, ja? Warte mal, bevor ich das mache. Entschuldigung, wenn ich jetzt so oft hier ins Inventar rein... Wupsche. Aber wir haben hier zum Beispiel noch Neuschwert. Wir hätten auch hier noch eine sehr starke Keule. Okay, wir nehmen mal hier das neue Großschwert. Am Bögen, was haben wir da Neues? Attentatschaden, Kriegerschaden. Okay, hier haben wir zwar sehr viel Bonus drauf, aber das ist schon doch schon... wir nehmen ja mal das. So, hier haben wir auch was Neues. Okay, das können wir dann mal verkaufen. Ich will nur mal gucken, dass wir hier ein bisschen besser ausgerüstet sind. Hier haben wir zwar 10 Rüstungen mehr, Jägerschaden, Lauftempo des Bogens.
Hier bin ich aber noch. Hier bin ich aber noch von unseren überzeugt. So, und Schuhe wechseln. Wir haben hier sehr viele. Die können wir noch nicht anziehen. Okay, da bin ich auch noch von unseren überzeugt. Von unseren jetzigen. So, Fähigkeiten. Wir können auf jeden Fall noch einen Fähigkeitspunkt investieren. Wir könnten natürlich noch mehr mit Pfeile machen. Was ist das hier? Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Okay, fülle 25% der maximalen Gesundheit wieder auf. Ist das eine Fähigkeit? Obwohl dieser Giftschaden, der ist schon... Verbessern kann ich noch nicht. Kommen wir weiter in der Geschichte voran. Okay. Ah, verbessern kann ich noch nicht. Okay, ich muss mir also was Neues quasi erlernen. Charme mit Attentate wird schneller sein. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Okay. Und im Schiff haben wir auch irgendwas Neues. Was haben wir denn da? Ach, wir können das Aussehen ändern. Ja, können wir ja gerne mal machen, ne? Können wir ja gerne mal machen. So. Wir haben unsere Rohstoffe. Gut. Ich glaube, wir sollten dann mal langsam so einen Schmied aufsuchen, eventuell irgendwo in der Stadt. Um mal wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Und dann kriegen wir wieder ein paar Drachmen. Da vorne kämpft doch irgendwer, oder? Hallo, schöner Hund. Hallo. Hallo, noch schöner Hund. Ey, bleibt hier, wartet. Oh! Ich glaube, das sind doch Spartas, Leute, oder nicht? Okay, das ist die falsche Fraktion, die ich hier gerade angreife. Au! Komm, er mal du hier aus dem Weg. So, ich glaube, das war trotzdem die falsche Fraktion, die ich hier gerade angegriffen habe. Ich glaube, das waren Spartas, Leute. Was? Schwere Athener Brustplatte. Warum konnte jetzt das Pferd hier gerade anrennen? Warte mal, wir haben gerade im Inventar was Schönes bekommen. Und zwar eine schwere Athener Brustplatte. Okay, die würde ich schon gerne anziehen. Die ist zwar nicht mehr auf episch, aber trotzdem einiges besser, glaube ich. So, wir sind immer noch da hoch. Das war nicht klug. Ja, okay. Seid aber Sportler, Leute. Also im Prinzip rot gegen blau, ja. So, hier wird wohl wahrscheinlich die Belagerung sein. Hier wird die Front sein. Ab hier ist wahrscheinlich wieder Athener-Gebiet. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Und wieder sehr viele Raben. Oder Krähen, wie man es sehen möchte. Danach habe ich gesucht. Okay. Ikarus, flieg mal da bitte rein. So, hier soll mal, hier ist ja dieser Schatz, ne? Oh, ein Bär? Ein Luchs, okay. Okay. Oh, hier ist sehr viel los. Ein Schwein, kann ich das auch markieren? Okay, müssen wir nur mal gucken, ob wir das in dieser Folge fangen wir noch wahrscheinlich noch ein bisschen an mit. So einfach reinlaufen werde ich wahrscheinlich nicht dürfen.
Aber ich kann es ja einfach mal probieren. So Kriegsvorräte zerstören. Gegend wird gut bewacht. Okay. Also so ganz einfach reingehen als neutrale Person geht gerade nicht. Die Festung Geranea, beeindruckend. Sicherlich bewahren die Athener hier ihre Kriegskasse auf. Ich sollte Ikaros einsetzen, um mir zu helfen. Habe ich schon getan. Die sind alle Stufe 8. Da will ich mich jetzt ehrlich noch nicht direkt mit alle prügeln, sondern versuchen wirklich wieder so viel wie möglich vorher auszuschalten. So, auf jeden Fall Schätze. Aber ich kann gerne auch nochmal Ikaros rufen. Weil ich gerade gesehen habe, wir haben immer noch nicht alle, ne? Ist hier vorne noch irgendwas? Ah, da haben wir noch einen entdeckt gerade. Da ist ein Signalfeuer. Okay, hier ist noch eine Truhe. Da sind auch noch Soldaten. Okay, hier, ich glaube, hier muss noch irgendwas sein. Da oben steht keiner, okay. Das heißt, wir könnten eventuell... Schön, dass wir schon Schätze plündern, aber wir müssen auch ein paar Leute aus dem Weg räumen langsam. Ich weiß halt nicht, inwieweit die uns sehen, wenn wir hier oben lang turnen. Warum kann ich hier die Treppe nicht? Die Leiter auch nicht runter. Danke. Da kommt gerade einer, okay. Okay, okay, okay. Gucken, ob er hier lang kommt. Er kommt hier lang. Ich denke mal nicht, dass uns jetzt irgendwer gesehen hat. Da geht jetzt einer hoch gerade. Wenn ich mich beeile. Ah nein, er geht wieder runter. Schade. Was ist, wenn ich das Feuer da oben aktiviere? Ich will ja keinen direkten Kampf. Weißt du? Also, jetzt noch nicht. Okay, habe ich jetzt eine Falle gelegt? Ja, okay. Okay, ich weiß ja nicht, wir könnten eventuell mit Giftpfeile, aber das wird ihn nicht komplett auslöschen. Und speichern werde ich hier wahrscheinlich jetzt auch nicht können, weil ich nicht in einem sicheren Gebiet bin. Aber ich muss die Aufnahme jetzt auch leider beenden, weil ich muss... oh, da hinten ist wieder einer. Weil ich muss los. Ich habe leider keine Zeit mehr, weiter aufzunehmen. Warum? Geht doch. Ich will den da hinten aber noch kriegen, dann muss ich auch das Gebiet raus, und damit ich speichern kann.
So, mein Freund. Ah, okay, wir plündern ja immer gleich automatisch, sobald wir hier wem eliminieren. So, und da vorne ist aber noch ein Tunnel. Ich glaube, den Tunnel, den werden wir uns in der nächsten Folge dann anschauen. Ja? Den Tunnel gucken wir uns in der nächsten Folge an und dann versuchen wir, diese Burg einzunehmen. Da unten ist auch noch was. Da sind auch noch zwei Leute, okay. Hier ist dieser Tunnel, okay. Pass auf, die zwei Leute, die kriegen wir noch. Die machen wir noch mit, die beiden. Mein Freund hat gesagt, dass sie bei denen überhaupt keine Aufmerksamkeit haben. Jemand, Hilfe! Hey, anhalten! So. Gut. Er hat zwei Einheiten gerufen, aber ich glaube, für die da oben, die kommen da nicht runter, ne? Judy, pass mal auf, ich platziere mich jetzt so direkt noch vor der Höhle, weil die Aufnahmerunde ist jetzt gerade vorbei. Ich muss jetzt leider aufhören mit aufnehmen, obwohl ich gerade übelst Bock hätte. Warte, hier kann man noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, ich bedanke mich also bei allen, die es bis hierhin zuschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel bewerten würdet oder das ganze Let's Play gerade bewerten würdet. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Tschüssikowski und bis denne. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.